So, willkommen meine lieben Freunde, zurück zu einem neuen Let's Talk, das ich ab jetzt nicht mehr Let's Talk nenne, sondern News vom Kanal oder Nachrichten vom Kanal. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde. Ich glaube Nachrichten vom Kanal. So heißt auch die Playlist, in die ich es reinhauen werde. Ja, ich grüße alle Schwammerln zurück in Wien. Ja, die 7. und 8. Klassen waren ja letzte Woche noch auf Urlaub, mehr oder weniger. Ja, was heißt mehr oder weniger? Die waren auf Urlaub. Ich meine, die einen waren in Malta, die anderen in Rom. Was hätte man dort sonst machen sollen als nix? Vielleicht haben wir ja Glück und einige von euch sind dort verloren gegangen. Dann ist das Unterrichten vielleicht etwas angenehmer jetzt für mich. Mit den elenden Würstern. Elende Würstern? Kann man das sagen? Nein, elende Igel. Elende Igel wäre besser. Gut. Warum habe ich so einen Nachrichten? Nicht nur, weil ich loswerden will, dass ich euch nicht mag. Das solltet ihr eigentlich eh schon mittlerweile wissen. Sondern auch deswegen, weil ich diese Woche eine neue Serie starten werde. Und zwar am Donnerstag starten wir diese neue Serie. Ein Freund von mir, der gute Schweiger, hat mich gebeten, oder was heißt gebeten? Nein, er hat mich gefragt, ob ich das machen will, und das werde ich auch machen. Der hat nämlich einen Twitch-Account und er möchte Crusader Kings mit mir gemeinsam spielen. Wir werden deswegen einmal in der Woche, nämlich am Donnerstag um ab etwa 21:30 Uhr, kommt darauf an, wie schnell wir sind, werden wir dann ein, zwei Stunden auf seinem Twitch-Account live zu sehen sein. Also sowohl er als auch ich. Also eigentlich wird nur er zu sehen sein. Ich weiß nicht, ich glaube, er will meine Sachen auch herzeigen. Aber um ehrlich zu sein, ich werde währenddessen aufzeichnen und werde die aufgezeichneten Folgen als Halbstundenfolgen auf meinem YouTube-Kanal zeigen. Das heißt, ihr habt dann die Möglichkeit, die Twitch-Streams von meinem Freund zu sehen und die YouTube-Streams von mir. Wow, Wahnsinn, das ist voll modern. Ich verlinke mich bereits mit anderen Internetgrößen, die genauso beliebt sind wie ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower er hat. Müsste ich einmal nachschauen. Ja, apropos Follower, die er hat. Ihr findet den Twitch-Stream unter dem Link, den ich in die Description, also da unten, hineinschreibe, wenn ihr dem folgen wollt. Wie schon gesagt, Donnerstag, 21:30 Uhr. Gut, und dann noch in eigener Sache. Ich habe jetzt in den letzten paar Malen immer wieder ein Spiel präsentiert. Heute auch. Hurra, ich habe noch ein Spiel da. Ja, sieht man das? Ja. Heroes ist von mir gerade Spiel getestet worden. So sieht man es besser. Gut. Ist von mir gerade Spiel getestet worden. Ich bin gerade noch dabei, den Artikel dazu zu schreiben. Ist ein ganz ein nettes, ja, vor allem Duellspiel. Am besten ist es zu zweit zu spielen. Man kann es zwar bis zu vier Spieler spielen, aber meiner Meinung nach am besten zu zweit. So eine Mischung aus Pokémon, Magic the Gathering und anderen Deckbuilding-Games. Wobei das Deckbuilding ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Ja. Lest einfach den Artikel dazu. Den Artikel findet ihr in der Oktoberausgabe der Zeitschrift Frisch gespielt. Auch dazu habe ich bereits einen Link mal gesetzt und auch dazu werde ich diesmal noch einen Link in die Description setzen. Ja, also wenn ihr das lesen wollt. Es wird in dem Frisch gespielt auch ein zweiter Artikel von mir sein zu einem anderen Spiel, das etwas komplexer ist und für die Schwammern, die da zuschauen, sowieso zu kompliziert ist. Deswegen stelle ich es erst gar nicht vor. Ja. Und wenn ich mit dem, wie schon gesagt, wenn wir mit dem Crusader King Ding starten, werde ich Thea The Awakening aufhören, beziehungsweise halt mal auf Pause legen, weil zwei Spiele sind mehr als genug und ich werde mit Thea wahrscheinlich weitermachen, wenn ich das Victoria-Spiel zu Ende habe. Was durchaus bald sein kann, weiß ich nicht. Dauert wahrscheinlich noch ein Weilchen. Jo. Und Arcanum geht sowieso immer nur am Wochenende, eine oder zwei Folgen. Dann, Herrschaften, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns
hoffentlich bei einem meiner Let's Plays. Bis dann.